Hallo und herzlich willkommen zu dem weirdesten Game, was ich seit ganz, ganz langer Zeit gesehen habe. Ich habe 10 Sekunden mir den Trailer angeschaut und war so, jo, das zocken wir. Ist ein Werbevideo, wie ihr unschwer erkennen könnt, links oben in der Ecke. Solltet ihr am Ende dieses Videos sagen, Alter, ich will mehr davon, schaut gerne in den Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr in den Epic Games Store, kauft euch da gerne das Spiel, gebt da gerne, wenn ihr mögt, beim Kauf den Creator-Code Hand of Blood ein. Dann kriege ich nämlich auch davon ein bisschen was. So, wir starten das Spiel. Ich kann es gar nicht beschreiben. Once upon a time, in the age of the Eternal Cylinder, there lived a family of little creatures called the Trebom. Cylinder, ja, okay. Trebom are not the strongest, nor the fastest. And they do not have sharp teeth. They would make easy prey for the terrible force that came to their planet. Guckt euch die an. But Trebom are loyal and resourceful and very, very stubborn. It is with such a Trebom that our story begins. One clever little creature born into a cruel world who would be instrumental in bringing prosperity to its kind. Ja, ratet mal, wen wir spielen. Es hat mich so ein bisschen an Spore erinnert. Ist auch schon sehr, sehr alt mittlerweile. Aber so gewisse Vibes habe ich mitbekommen. Welch ungünstiger Ort für einen Anfang. Run, something inside him said, run. Okay. Hä? Ich bin eine Kugel. Hä? Space springen. Okay. Okay, wir müssen laufen. Aber schöne Gegend, ey. Hier, mitten auf dem Mars. Okay, wenn ich Shift drücke, werde ich zur Kugel. Wie kann ich mich denn umdrehen mal? Was passiert denn da? Oh! Oh! Gut. Komme ich da hoch? Oh oh. Ja. Cool. Boah. Oh. Ja, schade. Wie komme ich hier hoch? Es hat aufgehört. The great crushing thing, the great cylinder had stopped. Ach, das ist der große Zylinder. Perhaps it was safe here for a little while. How quickly it learned to use its legs and its trunk. But these things were not so much learned as they were remembered. Perhaps the little Trebom thought they were a gift from the strange voice it heard in its mind. That too was a kind of memory. Der hat da hingekackt. Moment. Muss eine kurze Sache hier. So, mal wieder. Okay, Leute. Wir haben jetzt ein Material eingesaugt. Das können wir jetzt auf der Nummer 2 mit C benutzen. Der stopft sich das rein. Just when it was starting to get used to its legs, the food from the jumping creature made new ones. With the right substance as a catalyst, a Trebom can transform and adapt to many challenges. Oh, Pilze! Pilze! Okay, die hau ich mir mal rein. Passiert nichts? Nö. Ach, weil ich die Scheiße von den Grashüpferviechern bekommen habe. Deswegen habe ich jetzt krasse Beine, wisst ihr? Jo, ich kann. Schieße alles aus deinem Inventar. Schieße mit Wasser auf die fliegenden Käfer. Was ist das für ein Game? Okay, auf die fliegenden Käfer mit Wasser.
hat es gemacht. Ich hab den Käfer eingesaugt! Der wird jetzt gefressen. Das ist doch auch für die Beine, die... Entschuldigung, für mich ist das ja alles... Der Kram... Was macht das? Man kriegt da nicht mitgeteilt. Es ist ein Hardcore-Game. Man kriegt gar nicht mitgeteilt, was bringt, weißt du? Muss ich irgendwie hochgucken? Nee, ich muss springen, oder? Oh mein Gott, ich kann richtig hochspringen. Okay, was macht das? Also da ist so ein Wassersymbol dran. Rechts oben in der Ecke. Junge, ich kann richtig hochhüpfen. So, da ist so ein Wassersymbol. Vielleicht ist es einfach krass zum Schießen. Was ist er? Oh Junge, er ist voll kaputt. Voll kaputt, verstehst du? Hä? Ich kann jetzt mehr. Okay, ich muss einfach Viecher einsaugen und dann transformiere ich mich. In die... Aber... Hier, den will ich. Gib her. Jo, ich habe ihn. Die Nummer 6. Was ist das Rote? Ich kann aber immer noch genauso hoch hüpfen. Hier war gerade irgendein fettes Vieh, ne? Aber in dem Moment dahin. Soll ich dir mal Hallo sagen? Junge. The Trebon was drawn to a bright light. Or perhaps... to the creature next to it. Junge, guckt euch das an. Das ist so eine Art Navi, ja? Na gut, Abfahrt. Dann folgen wir mal dem... Ich würde halt gern wissen, was das alles jetzt bringt. Junge, er stopft sich das rein, ne? Richtig Ehre. Vielleicht gibt es später so eine Art... Also man muss alles ausprobieren und dann wird das vielleicht so festgehalten, wisst ihr? Ich habe keine Ahnung, was es bringt, aber ich stopfe mir das... Oh, die sauge ich alle auf. Guck mal her, Jungs. Oh mein Gott! Aber einwillig. Junge, alles ist hier gerade weird. Ich wusste, es wird weird, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weird wird, wirklich. Muss ich das irgendwie aufplatzen lassen? Okay, ich brauche einen fetteren Rüssel, um größere Viecher einzusaugen. Kann man irgendwann richtig gigagroß werden? Junge, was ist das für ein geiles Game? Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es so geil ist. Alter, was ich hier auspacke immer, Freunde, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Moin. Okay. Naja, gut, dann folgen wir jetzt erstmal hier dem Licht. On the old one's head. They were very much alike. Jo, das ist auch so ein fetter Sack wie ich, oder? Moin. Surrounded by this light. The Trebon knew things it had not known before. Uh-huh. It knew the older Trebon had carried this light for a long, long time. And it knew that now that responsibility had passed to the next generation. Yes, this young Trebon had to carry the light to those great towers in the distance. Why? It could have stayed here to learn many old things. But the cylinder would not allow it. Okay, haben wir Zeitdruck? Run, gut. The inner voice said, run. The towers would not stop the cylinder unless they were activated. Ah, die können den Zylinder aufhalten. Gut. We try. Aber schaffe ich das denn rechtzeitig? Oh mein Gott! So hoch da. Quickly. The Trebon had to step on the symbol or the cylinder would not be stopped.
Und jetzt? Hat's geklappt? Hä? Hat's geklappt? Ich bleib jetzt hier. Junge. Alter, guck mal, der Mund dahin versucht noch zu flüchten. Oder die hier. Oh mein Gott! Nein! Die dritten Zähne! Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert. The voice inside the Trebum's memories assured it that while the tower stood, the Trebum would be safe. The power of the eternal cylinder was contained. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht für den Rest meines Lebens hier stehen bleiben. Okay, das heißt, ich hau rein. Gut. This relative tranquility gave the Trebum a chance to think about its family. Trebum are not meant to live alone, so where were the others? True. Wo sind die anderen Knechte? Was sind das für Kugeln? Die Ausdauer lädt sich irgendwie nicht auf. Guck mal. Vielleicht muss ich was essen? Nee. Vielleicht, achso, das war was trinken. Jetzt was essen? Ja, könnte ein bisschen was gebracht haben. Was ist das hier? Kein Plan. Okay, schneit's jetzt hier? Wo muss ich hin? Oh, mir ist kalt. No. Reingehauen. Was ist das? Oh, da ist ein Blitz. Das gibt bestimmt Ausdauer, oder? Nein, was passiert? Ich habe einen Riesentrichter. Gibt einen Laut von sich, der Raubtiere aufscheucht oder verschreckt. Auf C. Okay. Warum ist hier so krasse Mucke? Junge, aber wie krass sieht auch das Game aus, oder? So, was ist er hier? Ist einfach eine fette Schnecke. Also, warte mal eben. Die Mucke muss ein bisschen leiser, oder? Holy shit. Übertreibt halt. Voll wie episch. Ich gehe einfach nur als Fettwanz durch die Wildnis. Und, ja. Dahin bewegt sich, glaube ich, was richtig Riesiges, oder? Nee. Wo muss ich hin? Was geht ab, Leute? Das ist doch so ein Nest, oder? Our young friend had found an egg. A Trebum egg. With one of ja, his geil. Siblings inside. Essen. The egg had been abandoned. But it could still be made to hatch. All that was needed was a source of heat. Ja, Wärmequelle haben wir doch hier. Guck mal. So? Ist das hier? Was zum Essen? Moin! Der Gruppe angeschlossen. Namen eingeben. LOL, das ist Kalle. Das ist Kalle. Hä? Der saugt mit. Saug. Saug, Kalle. LOL! Okay, ihn kann ich nicht einsaugen. Jo, der flitzt mit! Wie geil ist das denn? Warum? Warum machst du das? Muss ich irgendwie was essen? Kein Plan. Okay, wir gehen mal ins... Oh, das sieht gefährlich aus. Wir gehen mal ins Wasser. Junge, ich hab übel Bock, diese Welt zu entdecken. Holy shit. Okay, erstmal auftanken. Oh, die sind gut. Hä? Wohin jetzt? Dein Trepon ist jung, zu jung, um hinüber zu schwimmen. Achte auf die Lichtstrahlen, die von den aktivierten Türmen ausgehen. Sie führen dich zu Zielen... Oder Gebieten, die von Interesse sind. Ach so. Okay. It was hard for the Trebum to know what to do or where to go. But ja. The friendly voice suggested this was not the right way. Okay. Find your path, it said.
You must follow the beam of light that emanates from the tip of the tower. Okay, seht ihr den Lichtstrahl? And stay away from the deep waters where the old things dwell. Okay, okay, wir sollen vom Wasser wegbleiben und dem Lichtstrahl vom Turm folgen. Okay, moin. Kann ich euch jetzt einsaugen? Ich habe einen ziemlich dicken Rüssel. Nee? Junge, Essen, was ist das? Kann ich die ausbrüten? Ich tu die mal... Oh, Entschuldigung. Ich tu die mal auf die heiße Quelle. Abfahrt. Ich kann ja hochhüpfen. Platzen die dann auf? Das wäre Ehre. Junge. Oder hier rein? Junge, was eine weirde Scheiße. Ne, okay. Gut. Dann folgen wir dem Beam of Light. Abfahrt. Kann ich Kalle irgendwie verlieren? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Oh. Kalle, pass auf! Aha. Das ist jetzt irgendwie... Junge, der knurrt. Was geht hier? Was ist das für ein Vieh? Oh, der ist bestimmt gefährlich, oder? Die, oh, das sind zwei. Okay. Ich glaube, wir müssen da rein, oder? Hab ein bisschen Schiss, aber ich glaube, das passt schon. Ruhig. Ich glaube, der hat ein Problem. Wir bauen hier irgendwas Drittes. Wir bauen drei Viecher. Wir bauen drei Viecher, damit das aufgeht. Ja, ist doch gut, wir verpissen uns. Hier rein. Nee, Sackgasse, ganz schlecht. Warte mal. Verpiss dich. So. Ja, was geht hier? Wir müssen noch mehr Eier finden. Was ist das? Nee. Also, wir brauchen noch ein dickes Ei. Kalle kommt hier nicht hoch, oder? Nee, oder? Nee. Lassen die uns in Ruhe, ich hoffe. Bauen wir zwischen mal durch. Komm, Kalle. Wie er uns einfach folgt. Kommst du hier hoch? Eieiei, okay. Ist er ohnmächtig? Nee. Junge, was ist das? The fuck, Alter. Ey, wie hart waren die auf Drogen, als sie jetzt sich alles ausgedacht haben? Alter. Kommt man hier irgendwie hoch? Also ich komme hier hoch. Kann ich sagen, wie Kalle warte? Junge, hier sind Edelsteine. Krass. Okay, was bringt das? Hier ist einer. Was a cause for joy. But this new friend was not well. Okay, ich fütter den jetzt. Inside the memories it had inherited, the Trebum found the answer. To recover, its friend needed a very specific substance, which appeared as glittering clusters of crystal dust. This dust was not natural. Only a great Trebum could create it. And so it was on the achievements of previous generations that the newborn Trebum would have to rely. Luckily, it seemed a wise and powerful Junge, ich hab's doch passed through here some time ago. Ja. Krasse Story. Okay. Also der braucht Kristallstaub. Bei dem geht's gar nicht gut. Und diesen Kristallstaub produzieren große Trebums. Aber ich habe den jetzt hier eingesammelt. So. Sterzig. Junge. Okay, Jungs. Junge, er hat richtig den goldenen... Er hat rote Rakete. Na gut. Hier, saugt den da ein, bitte. Das gibt euch richtig dicke Beine. Warte. Hier, saug ein. Da liegt's. Saug bitte ein, Sterzig. Oder Kalle.
hab das schon, deswegen geht das nicht. Hier, hier, komm mal mit runter. Springt. Ja, stellt sich, saug ein, die Scheiße. Komm. Saug ein! Okay, ich fresse hier mal das Wasser weg. So, jetzt habe ich einen Platz frei. Okay, so. 7. Sehr gut. Friss. Friss! Oder gib's her. Sterzig. Der hat's gefressen. Ich hab's ihm reingedrückt. Ich hab irgendeinen Käfer. Oh gut. Kann ich fressen. Okay, also Sterzig hat jetzt diese Substanz, die mir Gigabeine gegeben haben. Aber er will's nicht. Na gut. Dann machen wir erstmal hier weiter. Ich tröte ihn mal weg. Weg hier! This door had been built for Trevor. Ja, verpiss dich. It gave them hope that in this large and dangerous world some places had been made for them. Alter, halbes Kinderbuch, ne? Es ist so viel Text. Also, das ist... Anscheinend gibt es hier ältesten Trebhühner und die haben eine richtig große Kultur. Und ich erinnere mich, und das ist jetzt eine Höhle des Ältesten. Krass, und da können nur Trebarms rein. Trebhühner. Q-Tippen, um schnell den Gruppenführer zu wechseln. Ah. Mach dir keine Sorgen, wenn du eins deiner Familienmitglieder aus den Augen verlierst. Du musst nicht auf andere Trebarms warten. Sie werden es immer irgendwie schaffen. Okay, ja, die teleportieren sich dann einfach. So, warte mal. Sterzig. So. Genau, du frisst das jetzt. Perfekt. So. Dann machen wir mal weiter, ne? Oh, hier ist der krasse Staub. Was ist das? Die Nummer 7? Ich hau mir das mal rein. Gut, bringt einfach nur Wasser. Okay, aber die, das da oben? Nee, okay. So, das war noch wichtig. Gut. Ja, mal auftanken, ne? Dann verlieren wir Ausdauer beim Schwimmen, krass. Hier sind irgendwie krasse Blumen oder Federn. Was ist das für ein Flock? Okay. Ja, ja, fress mal. Okay, hier müssen wir anscheinend interagieren. Ja, der muss da rein, oder? Somehow this ancient statue transferred knowledge to the Trevor. Organischer Kubus. Ein seltenes organisches Gewächs, das in der Nähe bestimmter alter Trevor-Bauten gefunden wurde. Höchstwahrscheinlich künstlichen Ursprungs. Okay, jetzt haben wir hier ein. Siehst du, so ein Kompendium? A memory had been stored inside it. Waiting for someone to absorb it. Ich höre einen Stampfen. As soon as this knowledge had entered their minds, the Trebum realized that there was a great library of information hidden away in the web of their memories. But why was the knowledge of a specific ingredient placed here in this so, Trebum made of stone? Also, anscheinend, ja, geht es halt darum, wie kam ich zu diesem Kompendium? Aha. Anscheinend geht es irgendwie darum, dass man halt als Jungtier instinktiv von seiner Art Erinnerungen freischaltet. So, gewährt dir Nahrung. Siehst du, gewährt dir Wasser, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Aha. Und dann, also die meisten gewähren mir einfach nur Wasser oder Nahrung. Und manche geben mir andere Sachen. Sackfliege. Geil. Gut. Ach so. Und dieser Kubus? Was mache ich damit jetzt? Guck mal, hier kann ich gucken, wer was hat. Oh, und switchen. Ja, toll. Okay. Aber muss das... Muss das nicht hier rein?
Wo ist dieses Gewächs jetzt? Ich glaube, ich habe das aus Versehen geskippt. Hängt das da an der Wand? Guck mal, hier ist nochmal so Staub. Gut, gut, gut. Wasserspritzen. Da oben ging, oder was? Von hier? Trevor. Soll ich das fressen? Oder ich tue es halt... Weil das ist auch so eine... Das ist halt so eine Würfelform. Das sieht aus, als ob das da reingehört, finde ich, oder? Gib es her. Gib es... Sterzig! Soll Sterzig das fressen? Oh, was ist denn jetzt los? Hier, nimm. Okay. Du frisst es jetzt. Mal gucken. Hoppala. 5. Jetzt bin ich gespannt. Was? Junge. Oh, dem geht's gar nicht gut. Scheiße, Digga. Inside the cave, the Trebum found a living elder. It had been waiting in this chamber for a long, long time. The elder told them it was happy to see some friends before the cylinder came. It said, "You are young, so you never knew the time when our people could shapeshift at will. We, Trebum, are inheritors of a vast tree of abilities. Abilities passed on to all future Trebum. But this power is being taken away. Beware the servants of the cylinder. Okay. They will seek to hurt you at every opportunity. Oh nein. And they ein have Auto the power mit Arm. To rob you of your Hä, abilities. Das ist doch wirklich ein Auto. But if you persevere, one day you will find a way to protect yourselves from their evil light. Farewell, my brave friends. I fear I am too old and tired to nein. join you. Nein. May you find a way to prosper in this time of struggles. Wie er verreckt jetzt. Gut, erstmal auftanken. Wichtig. Okay. Also so groß können wir mal werden. Hoppala. Ach, hier sollen wir jetzt raus. Warte, ich guck da aber nochmal. Ja, als Würfel kann ich auch kullern. Da ist ja noch eins. Geht nicht, weil ich schon hab, wa? Ja, dann Sterze, gönn dir das mal. So, zack. Ja, man muss wahrscheinlich dann auch langfristig aufpassen, wem man was gibt. Weil einer kann anscheinend nicht alles haben. Guck mal, er ist jetzt zum Würfel geworden, aber er kann nicht mehr so viel Stuff nehmen. Vorher konnte ich ja irgendwie, hatte ich 2 Slots mehr, glaube ich. Nehme ich nochmal hier einen mit. Hier ist ja auch nochmal ein bisschen Kristall. Siehst du, ich bin halt voll gesteckt. Naja. Okay. Oh Junge, aber ich kann immer noch hochspringen. Also man kann den Torso anscheinend verändern, die Beine, den Rüssel, vielleicht die Augen. Wie eklig, ne? Naja, aber irgendwie nice. Hm. Das höre ich häufiger. Okay. Drücke Enter zum Fortfahren. Da liegt wieder einer. But the elder had urged them to go forward. Suddenly they felt the weight of their many tasks. To find their Trebum siblings, to restore the powers. Ich schätze jetzt das Tutorial vorbei, so and für die Story. Seemed a little daunting. Oh mein Gott. But even when they are afraid, Trebum are stubborn. Ja, okay. Also ihn würde ich jetzt gerne. So, ich weiß schon, wer das ist. Tamumba. Nice. So, dann kommen wir mit, Leute. Okay, wir müssen diesen Planeten erobern und alle Ressourcen looten, bis er untergeht. Das ist der Auftrag unserer Spezies. Was für eine epische Gruppe. Okay, Leute, was machen wir eigentlich? Wir saugen alles ein und gucken da mal, wa?
Anscheinend sind wir hier auf einer Art Insel. Oh Junge, wer ist er denn? Ih, Alter. Wollen wir den töten, Leute? Komm, verpiss dich. Oh oh. Oh oh, Leute, ich glaube, wir müssen reinhauen. Der Zylinder erwacht. Wenn du die blaue Energiekuppe verlässt, die von dem von dir aktivierten Turm ausstrahlt, wird der Zylinder der Ewigkeit erweckt. Warnung. Nicht alle Türme haben denselben Schutzradius. Einige können schwächer ausfallen. Ach, das ist die blaue Kuppel. Junge, was? Kalle ist gestorben! Auf, Kalle! Schnell! Abfahrt. The cylinder resumed its destruction. Nothing could stop it forever. Crazy. Okay, Leute, wir müssen Gas geben. They needed to roll to safety to find another tower to protect them quickly. Ich hoffe, die kommen nach. Dodgen. Hier ist wieder blau. Da hinten ist der nächste Tower. Okay. Ich hoffe, meine Gruppe bleibt ganz. Junge, diese fliegenden Heslons, ey. Lasst mich. So, auftanken. Ui, ui, ui. Weiter geht's. Können wir uns vermehren? Eigenständig? Nehmt es mit, nehmt es mit. Und Abfahrt. Oh, Junge, jetzt aber schnell. Ah! Oh, shit. Rip. Er ist einfach da drunter. Oh nein, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Hä, und ich muss immer von Turm zu Turm? Was ist das? Da soll ich hin. Und dahin auch. Leute, Sterzig ist gestorben. Ihr jubelt. Er hatte lange Beine. Scheiße. Okay. Wir flitzen erstmal hier hin, glaube ich. Es wäre krass, wenn das so von Station zu Station immer schwerer wird. Almost as lost as they had been in the beginning. Ja. But the voice and their memories comforted them. It was only natural to be confused, it said. They had been born into a strange, broken world, cut off from the history of their ancestors. Everyone was a little lost these days. What mattered was to keep going, to keep looking for answers. Wie er steht, Alter. Carrying the light. Hey, wo sind meine Leute? Held within them, the light that stopped the cylinder. Ja, ich hab's verstanden. Ach da. Der ist krank. Kalle ist krank, glaube ich. Friss mal was. So. Da spielen wir mal Kalle, oder? Nee. Wir spielen hier... Oh, was ist das? Das können wir safe einsaugen? Nee? Der ist zu seinem Haus ge... Ach so, lol. Krass. Gut, was machen wir? Wir gehen nochmal rein. Spielen wir irgendwie gegen die Zeit? Nee, oder? Können entspannt machen. Ey, diese fliegenden Typen, ey. Übel. Ja, heftig, dass Sterzi gestorben ist. Trebom-Schrein betreten. Okay. Ich hinterfrage nichts mehr. Oh nein, ein Mensch. Oder? Nee. Sein Bein macht noch zwei Beine. Hi. This strange, eerie temple. The Trebom felt something stir in their memories. Er war der Main Gegner. There was a great power in this place. Something from the days when even the elders were young. Perhaps it could help them.
Was eine weirde Scheiße. I love it. Versteh mich nicht falsch, aber es ist ja... So, erstmal auftanken, Freunde. 8 Liter am Tag müssen wir saufen. Hallo? Hallo? Also jetzt reicht's auch. Okay, du bist voll getankt, Amina. Gut, Kalle auch. Okay. So, was geht hier ab? Für eine wilde Party. Was ist das denn? Kalle, saug du mal. So, testen wir mal. Ich glaube, immer wenn es ein Blitzzeichen ist, ist es eine Fähigkeit. Hau rein, die Scheiße. Das zieht Sackfliegen an. Das Haar. Hallo, liebe Sackfliegen. Hallo. Lol. Was bringt das? Jetzt haben wir aber viele Sackfliegen. Okay, wir gucken mal weiter. Kalle hat jetzt schöne Haare. Junge. Oh, hier ist noch eine. Hä? Was geht mit euch? Seid ihr dumm? Entschuldigung. Braucht Tamina auch so eine Frisur? Oder was? Kann der zwei fressen? Yo! Wasted. Schade. Hä? Jetzt konnte... Konnte er es einfach essen. Na gut. So, was geht hier? Hier müssen die Fliegen hin. Komm, put. Komm hier. Die sauge ich ein und klatsche hier drauf, oder? Oh, oh. Hier. Komm. Jetzt haben die grüne Augen. Normalerweise haben die rote. Jetzt kommt doch her, ihr... Was ist denn das? So. Also wenn die grünen Augen haben, folgen die mir. Sind das jetzt hier noch? Ja. Oh. Hä? Es konnten keine nützlichen Informationen im Erinnerungscluster der Trebam gefunden werden. Ich will mal Trebhühner sagen. Gibt's doch gar nicht, oder? Na egal. Vielleicht könnte es ihnen helfen. An diesem Ort gab es eine große Macht, etwas aus den Tagen. Also, ja. Das ist jetzt quasi so unser Tagebuch, oder was? Okay, also, hä? Ziele? Ja, gut. Aber wir haben eine Karte. Und... Ihr rollt's bald weiter. Gut, Inventar, Compendium, ja. Ach, das sind die Tipps nochmal, cool. Ja gut, dann, The Trebam were disoriented for a moment. Something new had entered their memories and they needed to make sense of it. Mhm. It seemed to be a map. Ah. And on this map, a location had been marked. Ach so, ich habe die Karte bekommen, freigeschaltet. There was some manner of serpent, a guardian, a greater being of some kind, somehow linked to a safe haven. Could they find refuge there? Their ancestors must have created this map for a reason. Was ist das? Ich habe gerade irgendwelche... Ich kann es nicht essen. Okay. Also, wir haben jetzt quasi die Map freigeschaltet. Auch interessant. Gut. Aber was ist Erde? Oh, guck mal da oben. Was ist das denn? Wait a minute. Da gehen wir hoch. Oder? Geht das? Hui. Kriegen wir vielleicht hin? Also, sieht vielversprechend aus, oder? Das sieht aus, als ob man das einsaugen kann. Ich spring von da.
Meint ihr, das kann man einsaugen? Was ist das da? Warte mal. Das ist eine Truhe, oder? Ist hier noch mehr? Oh, guck mal. Ein Ball. Geil, Fußball. Tamumba. Harte Schale. Einige Zutaten können erst verspeist werden, wenn ihr essbares Innenleben freigelegt wurde. Es gibt mehrere Methoden, Zutaten aufzubrechen. Experimentiere damit, sie zu werfen, zu zerquetschen oder sie an andere Kreaturen zu verfüttern. Gegenstände, deren Äußeres zerbrochen werden, kann sie im Inventar mit einem goldenen, mit einem gelben Rahmen. Okay. Okay. Ja, wo können wir. Kann man das hier irgendwo zerquetschen? Das Ding ist ja hoch und runter gefahren. Richtig? Jetzt kann sie halt nicht so hoch springen, ne? Ja. Oh, Tamina braucht mal ein bisschen Wasser. So. Hä? Wie ist Kalle da hochgekommen? Ja, die Nummer 3. Hier drauf? Ah, ich hab's einfach nur irgendwo hingeballert. Das hat gereicht. So. Ja, Tamina, bist du bereit? Tamumba? Es tut jetzt etwas weh. Dicke Chitinplatten schützen den Trebam vor kleinen Raubtieren. Krass. Der hat jetzt einfach richtig einen Helm. Sie. So, warte, wir zocken mal hier mit ihm weiter. Ja, dann gehen wir wieder, oder? Also, ich hätte gern das da oben, aber ich glaube, da komme ich einfach nicht dran. Oder? Vielleicht kann ich später irgendwie fliegen oder so. Vielleicht spritze ich es ab, so weird es klingt. Habe hier genug Wasser. Ja? Alter, ich bin so gut! Jo, wer frisst das? Kalle, du hast noch nichts außer Haare. Die Nummer 4. Junge, ist das dumm. Tut jetzt weh? Drittes Auge. Du kannst diese Mutation nutzen, um nach bestimmten Zutaten zu suchen, indem du sie im Compendium markierst. Das kann sie als nützlich erweisen, wenn du Gegenstände für bestimmte Ziele benötigst. LOL. Das ist wirklich ein Navi. Trebum were experiencing. Growing a third eye was the strangest one yet. To make things even stranger, this eye seemed to look in two directions at once. Into the world and into their memories. They could use it to find in the real world any element that was contained in the web of their memories. Scheiße. Okay. It was truly a remarkable mutation. Ja, das heißt. Ups. Das heißt. Also, hier habe ich die Karte. Okay. Ich kann jetzt was anklicken und danach suchen. Guck, da geht das Auge auf. Lol. Okay, Leute, wir brauchen alle die Beine, damit ihr mir überall hinfolgen könnt, ja? Das habe ich hier gefunden. Was ist denn das? Keine Ahnung. So, ja, hier jedem Panzer geben, wäre auch cool. Nee, das war jedem Panzer geben. Das hier war, achso, einfach nur, da ist was drin. Gut. Ja, die Beine. Wo war das? Kann man hier nicht sortieren nach... Oder dass sie mehr sammeln können, auch vielleicht ganz gut. Hier, das brauchen wir. Einmal... Und einen hätte ich gern, der ein bisschen speckig ist. Nee, okay, dann so. Gut, dann gehen wir raus. Kalle übernimmt die Führung, ne? So. What manner of strange beast lurked behind the cylinder? The Trebum were deeply unsettled by this new mystery. But though some part of them was curious,
They were certain it would be best not to find out. Geht's jetzt wieder los? Nee, oder? Dahin leuchtet es. Ist das jetzt der Effekt durch das dritte Auge? Wir flitzen mal hin. Ja, du hast aber auch schöne Haare, Kalle. Oh, das Fliegevieh ist halt assi, ne? Nee, was ist denn das? Hier geht's runter. Okay, Abfahrt, Leute. Kommt ihr mit? Nee? Warte nicht auf andere... Ja, ja, gut. Die kommen schon nach. Habe ich verstanden. Habe verstanden. Okay, hier ist eine krasse Höhle. Junge, ist ja wirklich eine krasse Höhle. Hier gibt's... Ey. What the fuck, ey. Ist ja... Was ist das denn alles? Die Nummer 4? Gehen wir mal Kalle. Hä, was wird jetzt? Ach, das hat einfach nur geheilt. Alle, oder wie? Und das gibt Wasser. Allen, oder wie? Ja, ich glaube. Okay. Gut. So, das ist jetzt wieder irgendein Metall? Wofür braucht man denn die Metalle? Naja, egal. Hier gibt's ordentlich Money. Damit können wir halt... Wir müssen eigentlich mehr finden. Also... Ja, wobei. Ist es so wichtig, viele zu finden und zu haben? Wie kann ich... Also... Wegballern. So. Hä? So. So. Das ist safe irgendwie für Wasser. Oder? Ist vielleicht für einen Scout auch ganz gut. Schluck mal, Kalle. Wo ist eigentlich Tamumba? Ja, egal. Mineralprozessor. Die Mutation Mineral raffiniert konstant Materialien von den Inventarplätzen und verwandelt sie zu Einheiten raffinierter Materialien, die für vielfältige Zwecke eingesetzt werden können. Achte darauf, was du mit diesem Trebarm absorbierst, denn sein Körper verarbeitet automatisch alle Materialien, die in ihm gelagert werden. Alter Kalle, bist du schön! Er freut sich auch richtig. Ih, Alter. Okay, wenn ich das jetzt sauge... Guck mal, da ist ein Balken. Der verarbeitet das. Bei den... Da auf der anderen Seite. Der verarbeitet jetzt die Mineralien, die ich hier einsaug. Und was passiert, wenn der durch ist? Mit der Nummer? Krieg ich dann Kristallstaub? Ist ja ein übergeiles Game. Das ist mal wieder so ein Game, das ist wirklich neu. Also im Sinne von... Es kommt so viel selber Kram immer raus, ne? Oh shit. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Okay, aber was passiert denn, wenn er das verarbeitet hat? Der Kalle. Müssen wir mal drauf achten. Oh, der hat auch diese hotte Friese. Oh, da oben ist noch was an der Decke. Guck mal. Na, scheiße. Komm, pinkel ihn an. Okay, ist einfach nur eine Lampe. So, okay, der hat das jetzt verarbeitet, oder? Hä? Was passiert denn da? Ach, macht der immer mehr davon, oder wie? Achtung. Ich krieg wirklich Kristall oben. Der verarbeitet die zu Kristallstaub. Das ist ja der Hammer. Ich stelle mir immer vor, was ist, wenn ich hier überall dran vorbeilaufe. Ich meine, dass ich hier jetzt runtergesprungen bin. Das war jetzt ultra unique, dass ich... ne? Oh, bitte. So. Okay, alles abgegrast. Gut. Ja, Hammer. Dann gehen wir wieder. Super Kalle. Tamumba wartet oben, oder wie ist das? Aber was ist, wenn da oben jetzt ein Raubtier lang geht und sie killt? Ist doch voll doof. Oder ist sie quasi despawned, bis ich wieder in der Nähe bin? Fragen über Fragen. Das war knapp. So. Jetzt gehen wir da hinten. Oh, da ist so ein Mund.
Also solange ich in der blauen Kuppel bin, bin ich safe. Wenn ich die verlasse, fängt das Ding an zu rollen. Ach nee, das ist ja einfach nur die Grenze. Gut. Dann, wir haben ja die Map. Huch. Nee, nee. So, genau. Hier haben wir die Map. Haben wir nicht? Q, E, nee. I, ne? Genau. Aha, das war so ein Kraterloch. So. Kann ich das irgendwie antippen? Nee. Okay, hier ist übrigens auch die Grenze. Das heißt, wir flitzen jetzt da hoch. Aber da würde ich gerne mal wissen. Ja, wir suchen hier erstmal die Gegend ab nach Eiern oder so. Oder ob wir hier Leute... Hier, saugt das auch gerne mal ein. Ach, scheiße. Ja, warte, dann ist mal die Nummer 2. So, dann kriegst du nämlich einen dicken Rüsselkalle. Hast du ja schon, ich weiß aber... So, toll. Und Tamina gerne auch? Ah, nee, ist nicht nachgewachsen. Oder war nur eins. Huch. So. Na, Kalle jetzt auch einen dicken? So. Ja, ich weiß halt noch nicht, was es mir jetzt bringt, viele von den Viechern hier zu haben. Aber ich mag dieses Rudelding irgendwie voll. Auch, also klar, ich kann jedem ein paar spezifische Fähigkeiten geben, damit, ne, weil offensichtlich kann nicht einer alles haben. Das deckt sich dann. Aber, ja, bislang, also mit dreien gefühlt komme ich ja gut. Das gibst du mal Tamumba. Toll. So, und du frisst jetzt das. Das hat nämlich einen Blitz. Wasserverarbeiter. Verarbeitet unentwegt Zutaten von den Inventarplätzen und verwandelt sie in Wasser. Ah, aber der braucht halt ordentlich Nahrung dann. The Trebon were excited by this discovery. This new mutation would allow them to extract water from ingredients that were otherwise quite dry. Junge. But the voice cautioned them to be careful. More water was useful, but this process would not extract any nutrients. They would have to use it carefully and wisely. Alter, okay. Also der hier, jetzt ist halt der Helm weg, ne? Guck mal, da ist noch so ein Ding. Man kann es nicht stacken irgendwie, ne? Na gut, also die verarbeitet jetzt alles, was Nahrung gibt, zu Wasser. Hier ist eins! So, das hier, kann ich ihn noch umbenennen? Nee, ne? Gut. So, das nehmen wir mit. Oh Junge, ist ja richtig Abgrund. Okay, wir brauchen einen warmen Ort. Ist das hier warm? Nee, oder? Wir brauchen eine Wärmequelle. Aber es sieht alles sehr kalt aus. Aber den schaffe ich doch niemals bis zum nächsten Ding. Das haben wir ja letztes Mal schon probiert. Hier ist überall Abgrund. Es sieht eigentlich aus, als würde ich hier runter können, aber ich wage es nicht. Also der grüne Nebel sieht einfach massivst tödlich aus. Tja. Das wäre eigentlich gut. Ja, weiß nicht. In den Schrein rein? Nee, ne? Der mag mich nicht. Da vorne ist wieder so ein Fliegevieh. Hm. Ach, guck mal, hier gibt es doch noch an den Seiten was. Was ist denn das? Ja gut, wohin mit der Scheiße, ne? Gute Frage. Geil, Kalle verarbeitet schön die Ressourcen. Also wir müssen weg von dem Fliegevieh, sonst kriegen wir Probleme. So, Tamina. So, du kriegst auch einen Rüssel. Genau. Können das alle machen?
Wäre krass, wäre das ein fetter, krasserer Effekt, wenn das so alle machen könnten. Oh. Was mit ihm? Kann der mal ein Ei ausbrüten? Hier. Ich glaube, ich provoziere den nicht. Kann ich den abballern mit dem Ei? Hey, 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 hey! Jetzt ist das Ei weg, du Arschloch! Der hat das Ei hier wirklich jetzt runterkugeln lassen, ne? Scheiße. Okay. Ja, dann würde ich sagen, flitzen wir weiter, oder? Können wir mal auf die Karte gucken? Ja. Brauchen wir hier noch irgendwas? Was kackt der denn da aus? Ja genau, stopf's hier rein. So, was ist das? Nahrung. Na gut. Okay. Oh, der hat Stacheln irgendwie. Was ist das? Gut, ich würde sagen, wir flitzen durch weiter. Oder? Zu dem Turm. Ist ein bisschen bitter, dass wir nichts finden, um... Na gut, komm, Abfahrt, Leute. Kommt der jetzt schon direkt? Ja, ne? Eieieiei. Krass. So, Leute, diesmal verreckt keiner. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ja, doch. Abfahrt. Jo, wer ist er denn? Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass ich irgendwie durch dumme Sachen meine Leute verliere, weißt du? Weil die da jetzt irgendwie... Aber die kommen echt ganz gut klar. Gut. Jo, das sieht aber auch krass aus. Also, das Game ist übel kreativ. Sowohl in der Darstellung, als auch was die Mechanics angeht. Story auch. Und es sieht geil aus. Junge, Junge, Junge. Okay, Leute. Wisst ihr noch, wie sterzig verreckt ist? Junge. Alter, da ist einer richtig weggescheppert. Komm mal lieber noch ein bisschen ran. Top. So. Oh. Ich hab Hunger. Ab jetzt habe ich Hunger. Die Magenanzeige steht für die Nahrungs- und Energiestufe deiner Gruppe. Sie ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der Magen, die Energietasche. Der Magen enthält alle Nahrung, die du konsumierst und erfüllt sich entsprechend der Nährwerte der Zutaten, die du isst. Der Trebber kann Nahrung verdauen, wenn er sich ausruht, stillsteht. Dann leert sich der Magen und die Energietasche füllt sich. Dein Trebam braucht die Energietasche nicht nur zum Überleben, sondern sie ist auch unerlässlich zur Wiederherstellung der Energie, die der Trebam zum Rollen braucht. Je weniger Energie du hast, desto langsamer regeneriert sich deine Ausdauer und deine Kondition. Das Rollen verbraucht jedoch eine Menge Energie. Wenn du also vorhast, zu weit entfernten Bereichen zu rollen, musst du entsprechend gut vorbereitet sein. Okay. As their fear faded, the Trebam started feeling weak and tired. With all the excitement and adventure, they'd neglected their most basic needs. The sound of an empty stomach reminded them that survival requires more than escaping from danger. You also have to eat. Luckily, one of the many gifts of the Trebam is the capacity to store food in their bodies. But they still need to digest it to gain the vital energy that gives them strength. And for such small creatures, they do require rather a lot of food. Fortunately, the savannah was rich in flora and fauna, which would satisfy their little bellies without necessarily triggering a mutation. Okay, wir sind jetzt in einer anderen Fauna. Das ist jetzt so, was hat er, sagt er, Savanne-mäßig? Also eben war er so karg und kalt.
Und das ist jetzt warm. Guck mal, hier gibt es jetzt schön wieder warme Quellen. Wir müssen nur Eier finden. Wir gucken uns mal die Map an. Wir haben hier wieder einen Schrein und wieder ein Loch. Okay, dann gehen wir erstmal zum Schrein. Können wir das hier essen? Ja, geil. Dann füllen wir mal den Magen. Der ist gruppenübergreifend anscheinend. Also wenn ich hier switche, dann ist das die gleiche Anzeige. Oh mein Gott. Oh, oh, da kommt Fliegepeter zu uns. Ich würde mich halt gern wehren wollen. Irgendwann. Da hätte ich Bock drauf. Mich Leute fertig zu machen. Ach, hier rein. Lol. So, hier wechseln wir zu Kalle. Der kann hier richtig viel aufschnattern, glaube ich. Hier, guck mal. Das kann der alles verarbeiten. Aber der kann die richtig stecken. Even friendly. Okay, 10 ist Maximum. These glowing structures were the work of their ancestors. So, auch wenn er die nicht verarbeiten kann, sammelt er das mal auch auf. So, Kalle. Verarbeite mal bitte schneller, ja? Aktivieren? Wasserspeicher, Stufe 1. Erhöht deine maximale Wasserspeicherkapazität. Ja, gerne. Enter. Ach, gedrückt halten. Okay, also das ist wirklich so eine Art Währung für mich. Krass, hier kann ich nochmal ein bisschen was einsammeln. Aber er verarbeitet ja auch die Scheiße hier. Das ist richtig geil gemacht. So, und jetzt wurde mein maximales Wasser erhöht. Cool. So, was kann... Ach, hier kann ich generell Sachen verbessern in dem Schrein. Während das eben noch eher so story-relevant war. Guck mal. Okay, warte mal. Gesundheit, deine maximale Gesundheit. Ja, geil. Guck mal, brauchen nur 2. So, was macht das? Größe Ausdauerrats. Ja, klar. Ah, wobei, warte mal. 7 von... Warte, wir gucken uns erstmal mal das letzte an. Kalle ist so der Schatzmeister, könnte man sagen. Erhöht deine maximale Anzahl von Trabbern. Geil. Aktuell 10. 10 Viecher oder was? Nee, ich habe 10 in Reihen. Wo steht denn, wie hoch die Anzahl ist? Steht aber nirgends. Was ist das Symbol unterhalb des Magens? Ich glaube, das soll die Ausdauer sein. Ja, okay, dann erhöhen wir jetzt die Ausdauer. Das scheint ja relativ entscheidend zu sein für das Zurücklegen weiter Strecken. Alles erstmal auf Stufe 2. Wobei, hier war Gesundheit, ne? Okay, aber maximale Anzahl. Gut, maximale Anzahl ist eigentlich am wenigsten useful, glaube ich. Tank mal voll. Guck mal, der verarbeitet hier die Schätze. Das ist einfach nur nice. Okay. Er ist einfach das beste Game. Das ist ja so genial. Was macht der hier? Oh, das ist gut. Shit, den habe ich gar nicht gesehen. Okay. Dann, Kalle, wir haben alles eingesammelt. Hier können wir immer wieder hin. Oh, guck mal, die Ausdauer ist da jetzt auf dem zweiten Ring quasi. Habt ihr auch getankt? I hope. Gut. Was haben wir hier unten? Pilze. Kann ich irgendwie noch klettern? Irgendwo hochklettern? Irgendwo... Hier, warte mal. Du hast lange Beine. Wie kann ich ihn noch umnennen? Das wäre wirklich nochmal... Oh, lol. Ja, da kann ich nicht drauf. Okay, aber krass. Gut, bringt aber nichts. Gibt's Falldamage? Wo ist denn die Lebensanzeige? Alter, wie eklig, wenn die kullern. Na gut.
Ja, dann gehen wir wieder, würde ich sagen. Erstmal. Krass. Okay. Ja, ich hätte gern die Möglichkeit, dass einer ballern kann. Ich meine, man kann ja mit Wasser schießen. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern das effektiv ist. Also wir haben wirklich sehr viele natürliche Feinde. Da müssen wir aufpassen. Hier, warte mal. Das kann ich dir geben, Kalle. Nein. Junge, bleib doch bitte stehen. So, sehr gut. Schön mit Reihen. So. Okay. Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Hier können wir Eier brüten. Wir müssen essen. Essen, essen. Hier ist ein Ei, sehr gut. Okay, alle fressen. So. Das Schöne ist, passiv. Aha, das sind quasi die Kosten. Geben? Ich brauche 6 von diesen Pflanzen. Die hier. Dann kann man den ausbrüten anscheinend. Oh nein, nicht der Fliegepeter. Das wäre jetzt ungünstig. Darf nicht zu nah ran. Hat wer von denen noch was? Nee. Okay. Wir brauchen davon aber was, Leute. Hier geht's runter. Ah, noch mehr von den Fliegenden. Da sind... Da sind noch welche, ne? Ja. Okay, ich habe 6. Sehr gut. Oh, da hinten ist ein Wäldchen. Okay, geben. Und jetzt? Jetzt habe ich einfach so einen bekommen. Alter, Sterzig, welcome back. Sterzig 2. So. Aber ich habe trotzdem noch ein Ei. Kann ich das hier reinlegen? Nee, ne? Huch. Leute. Okay, ja. Wo tue ich das rein? Irgendwo, wo es hot ist. Out there. Die Fliegeviecher nerven halt wirklich krass, ne? Genau, saug mal alles weg hier. Ich habe jetzt das dritte Ei, was ich halt nicht ausbrüten kann. Ich lasse es mal hier oben liegen. Und gehe mal hier runter. Okay, was gibt's hier? Oh, lol. Leute, kommt runter, ihr kriegt alle schöne Beine. Ja, Kalle braucht doch noch schöne Schenkel. Die warten halt wirklich da oben. Ich hätte das doch einfach mitbringen können. Oh, er ist im Arsch. Ja, gerne. Mitkommen. Falco. So. Die fressen sich einen rein. So, du kriegst einmal einen. Huch. Und du? So. Dann friss mal die Scheiße. Und du auch. Schöne Stelzen. So. Die Kiste. Mach mal auf. Das ist so Essen für alle, glaube ich. Ja. Okay. Und das ist Wasser für alle. Aber das... Er wandelt eh alles um. Das ist natürlich nicht so gut. Und das ist Leben für alle. Wo ist meine Lebensanzeige? Lol, das ist nachgespawnt. Oder? So.
Okay, haben jetzt alle die krassen Stelzen? Nee, Kalle nicht. Hä, aber spawnt es nochmal nach hier aus dem Äs? Oder hatte ich das nur übersehen? Okay, was ist das? Na gut. Ja, Lebensanzeige weiß ich nicht. Irgendwie, ja. Ich glaube immer über den Köpfen, ne? Wenn man beschädigt ist. Ja, ich glaube, die spawnen nicht nach. Ich habe die nur übersehen. Gut. Hab ich hier noch irgendwas vergessen? Nö, oder? Was trötet ihr eigentlich immer so? Naja. Ach, wahrscheinlich kommt man hier auch nur mit dem Beinchen raus, wa? Ja, guck mal. So, was ist das? Ui, jo. Lol. Okay. Ja, ich brauche einen hotten Ort. Die Frage ist, gehen wir jetzt eher in die Richtung oder in die? Was sagt denn die Map? Ja, ich glaube, wir gehen mal in die Richtung da. Packen das mal ein. Und mal eine Abfahrt. Und ich hoffe, wir werden nicht angegriffen. Weil hier sind ja echt schon einige, ne? Das ist ganz geil. Hier können theoretisch alle nochmal eine Tröte haben, aber ich weiß nicht, was das bringt, so, wenn die, wenn man das nicht stacken kann. So, Leute, was gibt's hier? Da ist wieder so eine Schnecke. Aha. Ah, die machen auch manchmal Stress. Bitte irgendwas zum Ausbrüten. Was ist das hier immer? Oh, das ist so ein Mund. Grüne Grande Mund. Ah, der knurrt immer, ne? So, hier ist ordentlich Wasser. Das ist an sich ganz cool, aber... Ja, leider ist das schon Ende. Komm, wir tanken mal alle auf. So, das lassen wir hier kurz mal liegen. So, das Ding macht ja... Oh lol, da ist ein Fisch. Oh lol, jetzt habe ich den großen Heal genommen. Nein. Okay, ich versuche den Fisch zu kriegen. Hab ihn. Der gibt eine Fähigkeit. Warte, das gebe ich mal jemandem Neues. Hier. Hoppala. Oh, Entschuldigung. So. Falco, du wirst jetzt zum Fisch wahrscheinlich. Jo. Krass. Ja, aber jetzt sind seine Beine halt weg. Die langen Beine, oder? Ja. Na gut, okay. Huch! Was passiert? Oh, oh, da kommt Fliege Peter. Was ist das? Irgendein Oktopus. Nee, das ist das für den fetten Magen. Oh, kommen hier alle durch? Nicht so viel Ausdauer. Noch so ein Fischding. Okay. Oh, oh. Kriegt Sterzig 2. Ach, Entschuldigung. Sterzig, du wirst ein Dickerchen. Okay? So, du sammelst alles ein. Alles auf Vorrat. Was macht der denn dahin? Die kämpfen gegeneinander. Er gegen den Mund, oder? Nee. Keine Ahnung. Okay. So, Sterzig sammelt alles ein. Oh, jo. Sterzig, guck mal hier. Kannst du richtig abräumen. Schön. Schön. Du bist einfach unser Lagerhaus. Okay. Durchgehend saugen, das ist wichtig. Okay, das nicht verlassen. Kein Risiko. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Was machen die Schnecken? Gut.
Dann gehen wir jetzt in die andere Richtung. Können wir nicht rollen. Abfahrt. Ja, das Ei lassen wir hier. Ey, ich bin damit so lahm unterwegs und... Ich meine, wenn ich eine heiße... irgendwas Hottes finde, können wir es uns gerne mal überlegen. Jo, was ist das für eine Muschel? Und wer ist er, Alter? Da komme ich gar nicht lang. Shit. Doch hier vielleicht? Aber was denn mit Falco? Geht schon. Geht. Okay. Ach, jetzt sind wir schon hier. Ja, es ist immer kleiner, als man denkt, diese Bereiche. Oder wird das kleiner? Nö, oder? So, wir können auch nochmal was essen. Schön den Magen vollhauen. Genau. Gut. Sind hier Kristalle oder so? Nee, ne? Oh, da ist eine Höhle. Wo sind wir denn jetzt? Das ist nicht verzeichnet. Wer war das? Wer hat gekackt, Leute? Oh, über uns. Ach du Scheiße. Leute, rein hier. Doch nicht. Hier ist eine Gifthöhle oder so, oder? Nee, hä? Kalle, saug das mal ein. Ich glaube, das ist für dich ganz gut. Nee? Doch, siehst du? Okay, wir haben ein Problem. Er ist über uns, glaube ich. Okay, wir fressen alle nochmal, Leute. Dann machen wir einen Abflug. Ja, da ist er. Oh, oh. Okay, Abfahrt. Wir sind schneller. Gar kein Problem. Gut. Ja, dann flitzen wir weiter. Tatsächlich. Sind alle da? Wo ist denn der nächste Turm? Rote Schnur. Ich sehe keinen. Ach, dahin. Okay. Da rollen wir hin. Auf entspannt. Ne? Können wir nochmal was mitnehmen. Hier, fress das mal, Sterzig. Genau. Er ist einfach unser Versorger. Okay. Ja, dann Abfahrt. Hätte vielleicht den Magen nochmal. Naja, gut. Okay. Ja, krass. Jetzt sind wir schon deutlich mehr geworden. 5 sind wir jetzt, ne? Oh, der Mund. Alter, das ist... creepy, ey. Echt unheimlich. Abfahrt, Leute. Wie auch alles davor flieht, ne? Auch da waren eben so eine... Warte mal, hier fehlt doch einer, oder? Jo, wo ist der... Ja, hier fehlt einer. Wo ist der Quadratschädel? Wo ist unser Startvieh? Wo ist unser Startvieh? Der Quadratschädel. What was this strange being? Half flesh, half metal? The Trebum felt an old, distant horror, as if they remembered their own destruction. Da ist er. Something about this creature was very, very. Junge, auch die Hand. Alter, Leute, wir fassen es nicht an. Ich wette, das sind so die Feinde. Hör auf zu jubeln, Tamina. Wächst es auf. Okay, was haben wir hier? Das sieht wie ein anderer Schrein aus. Ein böser Schrein. Perhaps the creature would wake up with a loud noise. Ich glaube, das sollten wir nicht riskieren. Es sei denn... Ja, komm, YOLO. Oh.
Trapped on all sides by deep pools of poisonous gas, the Trebum needed to find a way to escape this monstrosity. Ja, ja. Perhaps there was a way to use the creature's own weight to lower the bridge? Welche Brücke? Leute, oh mein Gott! Was? Was für eine weirde Kacke, Alter! Die sind alle gestorben! Yay! Kalle lebt! The yellow light cruelly burned away the Trebum's abilities. The Elder had warned them about the evil light of the Cylinder's servants. Now they knew what kind of creature to avoid. Junge, wie traurig. Sind sie alle tot? Was für ein... Was? Oh, er ist wirklich traurig. Wer ist denn das? Nein! Schnell! Teleportier dich irgendwie her! Oh! Falco lebt! Und doch Kalle, aber er hat alle Fähigkeiten verloren. Ach, das meinte der. Ich dachte so, hä, was ist das jetzt für ein Gelaber? Wir haben wirklich beim Überqueren der Brücke alle Fähigkeiten verloren. Oh no. Junge, Junge, Junge. Ja, man darf nicht in das gelbe Licht. Krass. Also wir erfahren gerade, wie unsere Spezies gestorben ist, wa? Oder ja, sein Ende so ein bisschen gefunden hat. Okay, Leute, ich würde jetzt hier an der Stelle beenden. Ich fand, es war ein richtig geiler Ausflug. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Heilige Scheiße. Schaut gern bei meinem Diablo 2 Projekt mit Kalle vorbei. Würde mich sehr freuen. Herzig 2. Bis denn. Tschüssi.